Mein Name ist Patrick Berg. Ich bin DJ, Producer, Künstler. Ich bin der Art Director von Access und sozusagen der Labelhead des Labels. Ich habe jetzt über die Jahre auf allen möglichen großen Techno-Labels Musik rausgebracht. Klar war der Wunsch natürlich immer da, nach einer eigenen Plattform, meine eigene Musik, weil bei Labels muss man sich natürlich auch immer ein bisschen anpassen, muss natürlich einen gewissen Sound erfüllen, den die Labels haben wollen. Bei mir war schon ziemlich schnell klar, dass ich eigentlich eine relativ klare eigene Version habe von dem, was ich machen will. Die Vision setze ich jetzt um mit dem Label, mit meinem eigenen Label Access. Access ist ein Familienunternehmen, Brüder, Geschwister, Familienangehörige, Frau, alle arbeiten mit dran. Und ich denke, Access ist schon etwas, was uns sehr, sehr gut beschreibt, weil wir den Access lieben, im Party machen, in allem. Wir sind sehr, ich glaube, alle miteinander sehr exzessive Menschen. Es geht auch ums Arbeiten, auch ums Feiern. Für mich war erstmal wichtig, dass ich erstmal mit der Musik, die ich rausbringe, einen gewissen Sound fürs Label vorgebe, dass die anderen Producer verstehen, was ich überhaupt von denen will. Ich arbeite gerade an meinem Album. Wenn man das irgendwann droppen kann über das eigene Label, das ist einfach der absolute Traum. Ich freue mich natürlich auch sehr, in Zukunft andere Künstler verbreiten zu können, weil wenn man so eine lange Odyssee wie ich mit verschiedenen Labels auch hatte, hat man natürlich auch viele Dinge gesehen, die einem selber nicht so gut gefallen haben, und da können wir als Label ansetzen, um vielleicht eine andere Art des Künstler-Label-Kommunikation-Verhältnisses. Für mich persönlich gehört das Audio auch immer zu visuell dazu. Wenn ich zum Beispiel an irgendein Label denke und dann habe ich immer die Cover vor mir oder irgendwelche Bilder vor mir, die man halt selber schon vorgeben kann. Ich finde, das ist ein sehr cooles Tool, um den Leuten halt auch einen gewissen Vibe zu vermitteln. Ich bin da sehr, ehrlich gesagt, sehr stolz drauf, was wir da gerade machen, und mir gefällt das alles, wie es so läuft, eigentlich echt gut. Also eine Labelgründung an sich ist einfach. Was schon auf jeden Fall aufwendig ist, ist, wenn du es halt richtig machen willst. Wenn du gutes Artwork haben willst, gute Visuals, gute Musik, gute Master, das Endprodukt muss perfekt sein, Spotify-Pitch muss gemacht sein. Das ist, glaube ich, schon schwierig. Aber ein Label zu eröffnen, das geht ja heute mit einem Fingerschnipp. Ja, für mich hat einfach dieses Persönliche, dass ich sofort Leute erreicht habe, direkt mit jemandem sprechen konnte, war für mich so ein Argument, wo es dann Klick gemacht hat, und für mich war dann klar, okay, wir gehen jetzt mal mit Dickness, wir probieren das aus. Also bei Spotify waren wir auf jeden Fall mit jedem Track in der Electronic Rising, was mega geil ist. Ich bin auf jeden Fall happy und ich glaube, ihr macht einen ganz guten Job.